In diesem Video demonstrieren wir Ihnen die Montage der Final Protection Folie auf der Rückseite des iPhone 6 bzw. 6 Plus. Eine Anmerkung vorab: Sollten Sie ein Set erworben haben aus Vorder- und Rückseitenfolie, empfehlen wir Ihnen zunächst, die Folie für die Vorderseite zu montieren und ausgiebig trocknen zu lassen und erst dann mit der Folie für die Rückseite fortzufahren. Für die Montage benötigen wir nur ein paar Dinge. Zum einen haushaltsüblichen Glasreiniger, ein oder zwei Küchenpapiertücher, ein Plastikkärtchen, natürlich die Folie und ein Stück Papier. Auf dem Papier können wir später das iPhone bewegen, ohne das Gerät selbst anfassen zu müssen und dabei versehentlich die Folie zu verschieben. Ja, das werden wir später noch sehen. So, die Umgebung sollte möglichst staubfrei und sauber sein. Auch die Hände sollten gewaschen sein, dass man keine Fettfinger auf der Folie hinterlässt. Und zuallererst sollte man das iPhone, in diesem Fall die Rückseite, ein wenig reinigen. Dazu nehmen wir etwas Glasreiniger. So. Und reinigen die Aluminiumoberfläche des iPhones. Gut, dann fangen wir an. Ihr seht, dass bei der Folie ein Ausschnitt vorhanden ist für die Kameraumgebung. Ich würde vorschlagen, dass wir die Folie von der gegenüberliegenden Seite aus dann anheben und dann auf das Gerät aufbringen. Zunächst aber sollte die Folie ein wenig mit Glasreiniger benetzt werden. Und der Glasreiniger sollte auf der Folie verrieben werden. So. Beide Finger, mit denen später die Folie angehoben wird, sollten von dem Glasreiniger benetzt sein, wiederum um keine Fingerabdrücke auf der Folie zu hinterlassen. So, die gegenüberliegende Seite von der Kamera aussparen. Und da ist die Folie. Nun müssen wir die Klebeschicht der Folie mit Glasreiniger benetzen. Wir können die Folie zur Hälfte auf den Tisch legen, mit der anderen Hälfte Hand die andere Hälfte hochheben, hochhalten, dann wechseln und den Glasreiniger auf der Klebefläche gleichmäßig verteilen. So, danach mit zwei Händen die Folie auf das Gerät auflegen. Das hier können wir wegwischen. So. So, nun sehen wir, wenn wir genug Glasreiniger aufgetragen haben, dass wir die Folie sehr einfach bewegen können. Weil wenn zu wenig Glasreiniger aufgetragen wäre, würde das nicht möglich sein. Dann würde ich empfehlen, die Folie nochmal abzulösen und noch ein wenig Glasreiniger aufzusprühen. So, aber hier hat alles funktioniert. Die Folie lässt sich gut bewegen. Und nun sollten wir darauf achten, dass wir die Folie korrekt ausrichten natürlich. Und zwar als Hilfspunkte dienen die runden Ecken, die beiden unteren und die Ecke rechts oben. Dort sollte die Folie exakt anliegen. Und unterhalb der Kamera sollte die Folie gerade auf dem Antennenstreifen, über dem Antennenstreifen liegen. So, ich versuche das gerade mal genau hinzubekommen. Das sieht schon ganz gut aus. So, jetzt könnte man, um nochmal sicher zu gehen, dass die Ausrichtung auch in Ordnung ist, das Papier vorsichtig so, bewegen. Und
gucken, dass die beiden Laschen exakt zwischen dem Lautsprecher und dem Lightning Connector liegen und auf der anderen Seite zwischen dem Kopfhöreranschluss und ebenfalls dem Lightning Connector. Das seht ihr, ob die beiden Laschen exakt symmetrisch ausgerichtet sind. Wenn nicht, noch ein wenig nachjustieren in der horizontalen. So, aber das stimmt da alles. So. Gut. Nun geben wir noch ein wenig Glasreiniger auf das Telefon. Nein. Nun tragen wir noch ein wenig Glasreiniger auf die Folie auf und verreiben diesen. Warum tun wir das? Weil wir jetzt mit dem Kärtchen die überschüssige Flüssigkeit unterhalb der Folie herausdrücken wollen. Und wenn die Oberfläche der Folie zu trocken ist, dann schieben wir die Folie vom Gerät herunter. Wir brauchen aber eine Oberfläche, die etwas rutschig ist und wo wir die Folie nicht versehentlich verschieben. Wohin mit der überschüssigen Flüssigkeit? Ja, ich würde vorschlagen, zu den Außenseiten, weil dort am wenigsten Gehäuseöffnungen, Geräteöffnungen sind. Nämlich hier so gut wie keine. Hier auch. Hier ist der SIM-Karten-Slot, aber das ist auch in Ordnung. Wir führen die Karte von oben nach unten und von unten nach oben über das Gerät. So. Und drücken die überschüssige Flüssigkeit nach links und nach rechts unter der Folie fort. So. Wenn wir die Folie festhalten und mit der Karte mit sanftem Druck nach oben wischen, sollten wir auch die letzten Flüssigkeitsrückstände unter der Folie entfernen. Darauf achten, dass möglichst keine Flüssigkeit in die Öffnung oder in den Bereich der Kamera gelangt. Unten genauso. Da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen. Das ist aber halb so wild. Ab und zu ein bisschen tupfen und dann ist das in Ordnung. So, in dieser Phase nochmals kontrollieren, ob die Ausrichtungen stimmen. Das ist nach wie vor der Fall. Ich muss nochmal diese Kontrolle machen, ob die Zungen exakt sitzen. Das sieht gut aus. So, nochmals die Kanten kontrollieren. Bei der Kamera sieht auch alles gut aus. Prima. Nun brauchen wir ein bisschen Geduld, denn da die Folie auch eine gewisse Steifigkeit hat, wird sie anfangs überhaupt nicht an den Seiten haften wollen. Wir können hier drücken, wie wir wollen. Die Folie biegt sich wieder hoch. Das ist halt so und erfordert ein wenig Ausdauer. Man sollte einfach immer wieder die Folie an das Gerät andrücken. Und nachdem man das gemacht hat, einfach ein wenig warten. Ich würde vorschlagen, jeweils 10 Minuten zu warten und alle 10 Minuten erneut zu versuchen, die Ecken anzudrücken. Durch das Andrücken der Ecken verteilt sich die Flüssigkeit, die jetzt noch auf der Folie ist, auch auf das Gerät selbst und verdunstet dann sowohl von der Folie als auch vom Gerät selbst und beschleunigt so den Trocknungsprozess und ermöglicht dann ein möglichst baldiges Haften der Folie. Wie gesagt, jetzt sehen Sie auch, wozu das Papier gut ist. Wie gesagt, das erfordert ein wenig Ausdauer und Zeit. Und ich würde vorschlagen, wir lassen das Gerät jetzt mal 10 Minuten liegen und probieren es dann noch einmal. So, statt 10 Minuten habe ich jetzt eine Viertelstunde gewartet und versuche mal, ob sich schon etwas getan hat.
Aber ich sehe sogar hier noch die Flüssigkeit unter der Folie. Da wird noch nichts haften bleiben. Aber das ist nicht schlimm. Nochmal die Ausrichtung kontrollieren. Ist alles gut. Ja, dann warten wir noch ein weiteres Viertelstündchen. Vorab, das kann sein, dass wir noch zwei, dreimal warten müssen, insgesamt vielleicht eine Stunde oder sogar etwas mehr, bis die Haftwirkung einsetzt. So, nach einer weiteren Viertelstunde Wartezeit hat sich immer noch nicht viel getan. Aber wie ich anfangs schon sagte, da braucht man ein bisschen Geduld und Ausdauer. Hat aber dafür hinterher auch ein perfektes Ergebnis. Ich würde vorschlagen, einfach nochmal 20 Minuten zu warten. Dann sollte die Haftwirkung eigentlich einsetzen. So, langsam beginnen die Außenflächen tatsächlich zu kleben. Ob es schon reicht, werden wir sehen. Ja, sieht schon gar nicht so schlecht aus. Es kann immer noch sein, dass sich die Kanten noch immer wieder hochbiegen. Dann müssen wir halt noch mal kurz warten. Aber so wie es aussieht, klappt das schon ganz gut. So, nun können wir das iPhone in die Hand nehmen und immer wieder die Außenkanten glatt streichen und darauf achten, dass die Folie ordentlich angedrückt wird, damit sie haftet. Das sieht schon ganz gut aus. Ich denke, dass wir das Gerät jetzt noch mal 5 bis 10 Minuten liegen lassen sollten und dann noch mal erneut andrücken. Und dann sollte es auch gut sein. So, endlich scheint es soweit zu sein, dass die Flüssigkeit so gut wie komplett verdunstet ist und die Folie nun gut auf dem Gerät haften bleibt. Ja. In diesem Zustand sollte man das Gerät nach Möglichkeit ca. 2 Stunden ruhen lassen, bevor man es benutzt oder im Alltag verwendet, weil die Folie sich immer noch vom Gerät lösen kann, wenn man dagegen stößt, ja, oder sie zu stark belastet. Nach ein paar Stunden oder am besten sogar über Nacht klebt die Folie extrem fest am Gerät und wir sind fertig.